Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Bei einigen der Lobeshymnen auf die Magistratsvorlage musste ich unwillkürlich noch mal nachgucken, ob wir da eventuell über verschiedene Vorlagen reden. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Herr Berghaut hat ja einen Beschluss von 2012 genannt. Ich habe da als Referenzpunkt eher den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 7. Oktober 2013, mit dem der Magistrat beauftragt wurde, eine Informationsfreiheitssatzung zu erarbeiten. Nach mehr als 5 Jahren, nach der entsprechend jetzt vorliegenden Landesgesetzgebung, liegt nun endlich ein Entwurf vor. Und wenn man sich den so anguckt, dann kann man wohl positiv vor allem festhalten, dass die Ausarbeitung dieser Magistratsvorlage sicherlich nicht viele Ressourcen der Stadtverwaltung verbraucht hat. Denn leider erschöpft sich die Vorlage darin, die Regelung des schlechtesten Informationsfreiheitsgesetzes der gesamten Republik, nämlich des Hessischen, für die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt Kassel einfach zu bündeln. Das ist schade, denn hier wurde eine Gelegenheit versäumt, es besser zu machen. Das Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz schneidet im Transparenzranking von Mehr Demokratie e.V. und der Open Knowledge Foundation e.V. erheblich schlechter ab als die entsprechenden Gesetze anderer Länder und des Bundes. Auch Transparency Deutschland bescheinigt dem hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz große Unzulänglichkeit. Da heißt es, anstatt eines zeitgemäßen Transparenzgesetzes mit proaktiver Veröffentlichung von Verwaltungsdokumenten wurde hier nur eine kleinteilige und nachrangige Regelung der Auskunft bei Landesbehörden geschaffen, die anders als sonstige Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland nicht voraussetzungslos ist und großen Spielraum für Interpretationen zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger lässt. So heißt es wörtlich in der Stellungnahme von Transparency Deutschland. Handelskammern sowie Industrie- und Handelskammern sind von der Auskunftspflicht ausgenommen, ebenso, und das ist deutschlandweit tatsächlich einmalig, die Polizei und das Landesamt für Verfassungsschutz. Transparency kritisiert außerdem, dass die Vorschrift für Forschungseinrichtungen und Hochschulen nicht die Bereiche Forschung und Lehre umfasst. Dass die Stadt Kassel sich nun ausgerechnet an diesem schlechtesten Gesetz orientieren will, ist, man kann es nicht anders sagen, ein Armutszeugnis. Gerade wenn nur die Übernahme einer bereits bestehenden Regelung intendiert ist, hätte die Stadt Kassel für ihre Selbstverwaltungsangelegenheiten, für die Regelung des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes nicht verbindlich sind, auf die vorbildlichen Regelungen des Transparenzgesetzes der Stadt Hamburg sinngemäß übernehmen können, das dazu verpflichtet, amtliche Informationen wie etwa Gutachten, Beschlüsse und Verträge ab 100.000 Euro, die die Daseinsvorsorge betreffen, kostenlos im Internet zugänglich zu machen. Stattdessen schlägt uns der Magistrat nun vor, die Regelungen Hessens unverändert und ohne Ergänzung zu übernehmen und damit den Bürgerinnen und Bürgern besonders wenig Rechte einzuräumen und ein hohes Kostenrisiko zuzumuten. Leider zeigt das eben auch, welch geringen Stellenwert dieses Thema für den Magistrat nach wie vor hat. Wir finden, das geht besser. Und beantragen daher eine Ergänzung der Magistratsvorlage mit dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen der Stadt und ihrer Betriebe einfach und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Zugleich unterstützen wir den Änderungsantrag der Fraktionen FDP, Freie Wähler und Piraten. Wobei ich hier nur mal anmerken will, es wurde eben angemerkt, dass dieser Änderungsantrag ja so kurzfristig vorläge, dass man den nicht mehr sinnvoll beraten könnte. Aber es ist ja genau derselbe Änderungsantrag, der als Antrag seit Monaten vorlag und der im Prinzip überhaupt nichts Neues darstellt. Okay.